Ein Freibad in Berlin. Familien mit Kindern und plötzlich bricht eine Massenschlägerei unter rund 100 jungen Männern aus. Die Polizei muss mit 13 Funkwagen anrücken. Das war am Wochenende. Und die Frage ist, war das ein Einzelfall, ein Problembad in Berlin oder können sich auch in anderen Großstädten Familien mit Kindern nicht mehr in Freibäder hineinwagen? Unsere Reporter sind dieser Frage nachgegangen. Der harmlose Anlass, ein Bespritzen mit Wasserpistolen. Das Ergebnis, rund 100 Personen schlagen aufeinander ein, mehrere Verletzte und ein Polizeigroßeinsatz. Wie die Polizei am Montag mitteilt, kommt es am Sonntagnachmittag zu einer Massenschlägerei in einem Sommerbad im Berliner Bezirk Steglitz. Demnach sollen sich gegen 16.25 Uhr zunächst zwei Gruppen, bestehend aus 4 und 10 Personen, im Spaß mit Wasserpistolen bespritzt haben. Allerdings entwickelt sich aus dem anfänglichen Spaß erst eine verbale und dann eine körperliche Auseinandersetzung. Es war eine tolle, ausgelassene Stimmung und plötzlich bildete sich halt ein großer Pulk. Aber ich muss auch sagen, der Sicherheitsdienst war sehr schnell vor Ort und es kam halt zur Auseinandersetzung, zu Rangeleien. Als Sicherheitskräfte schlichten wollen, eskaliert die Situation. Am Ende sind an der Massenschlägerei rund 100 Leute beteiligt. Alles festgehalten in mehreren Videos. Die Personen, die ich dort sehe, im Moment haben keinen Respekt mehr vor anderen Leuten. Und wenn ich dann auch noch zum Ausdruck bringe, dass ich hier vorwiegend Leute mit Migrationshintergrund sehe, also auch verschiedene kulturellen Ebenen, dann muss ich sagen, das kann so nicht weitergehen. Der Horror vor allem für Familien, die mit ihren Kindern den heißen Sonntag mit Spaß im Freibad verbringen wollen. Als die Schlägerei zwischen den rund 100 jungen Männern ausbricht, stehen Kinder im Pulk. Im Hintergrund sieht man, wie Mütter aufspringen, ihre Kinder in Sicherheit bringen. Also ich hätte keine Lust mit meiner Familie, mich in einem solchen Freibad zu befinden, wo ein solches Chaos herrscht. Es ist vielleicht Abbild auch, was in der Gesellschaft sich an Entwicklung an der einen oder anderen Stelle zeigt. Ermittlungen vor Ort führen zunächst zu 4 Tatverdächtigen im Alter von 23, 2x 21 und 15 Jahren. Gegen die 4 wird nun wegen besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Gegen einen 21-Jährigen wird zudem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er soll auf einen Sicherheitsmitarbeiter des Schwimmbades eingeschlagen haben. Ein 10-jähriger Junge, der in die aggressive Gruppe geriet, bekam einen Faustschlag gegen den Kopf ab. Wir sind verbunden mit Rainer Wendt, der ist Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Abend, Herr Wendt. Hallo, guten Abend. Herr Wendt, ist das ein Berliner Einzelfall oder sind solche Probleme auch aus anderen Städten bekannt? Leider ist das kein Berliner Einzelfall. Das ist zwar ein Exzess, wie wir ihn aus anderen Städten auch kennen und auch aus den vergangenen Jahren, fast könnte man sagen. Und jährlich grüßt das Murmeltier. Das Wetter wird besser und wir erleben diese Szenen in Freibädern, leider nicht nur in Berlin. Was sind die Ursachen? Naja, wissen Sie, solche Gewaltexzesse haben immer viele Ursachen. Und deshalb kann man nicht sagen, man könnte auf den einen oder anderen Knopf drücken und schon hat man das Problem im Griff. Aber eine Feststellung muss man schon treffen. Wenn, wie in diesem Fall, der Betreiber des Freibades einlädt zur Kids-Pool-Party, das heißt ausdrücklich eine Veranstaltung, die an Kinder und Familien mit Kindern gerichtet sind. Und er lässt dann Männer in einer großen Anzahl und aus einem bestimmten Milieu in dieses Freibad hinein. Dann darf man sich nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Hier hätte mehr Sorgfalt an den Tag gelegt werden müssen, was die Einlasskontrollen angeht. Der Vorsitzende der Bademeistergesellschaft der Deutschen sprach eben davon, dass es viele junge Männer mit Migrationshintergrund waren. Das ist immer problematisch, das so auszusprechen. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das genauso. Das ist ja sehr augenscheinlich. Es sind nicht alle, aber es gibt augenscheinlich viele, die einen augenscheinlichen Migrationshintergrund haben. Und ich wünschte mir, dass die Forschung, die ja sehr eifrig dabei ist, permanent die Polizei zu erforschen, auch hier einmal etwas Eifer an den Tag legt und einmal ihr Augenmerk darauf richtet, wie so etwas eigentlich passiert und vor allen Dingen, warum es passiert, warum junge Männer aus diesem Milieu für sich den öffentlichen Raum beanspruchen, denn darum scheint es ja zu gehen. Das gab es auch an anderen Veranstaltungen. Man erinnert sich an die Kölner Silvesternacht, an den Gardasee, an viele andere Veranstaltungen, wo urplötzlich eine große Gruppe Männer meistens oder häufig mit Migrationshintergrund auftauchen und den öffentlichen Raum für sich beanspruchen und dort gewalttätig werden. Bei dieser Szene kann man sagen, da hat es dann nur noch eines Zündfunkens gebraucht, bis die aufeinander losgehen. Das ist dann leider so. Aber die Polizei wird das nicht lösen können. Das müssen die Betreiber lösen. Sie müssen Einlasskontrollen machen. Und man sage mir nicht, das funktioniert nicht. Das funktioniert an jeder Diskothek auch. Diejenigen, die das Hausrecht ausüben, müssen dafür sorgen, dass das Publikum, dass der Einlass so kontrolliert wird, dass das Publikum eben nicht so beschaffen ist, wie das hier aussieht. Sagt Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Vielen Dank, Herr Wendt.